Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute mit den Xbox News der letzten Woche. Los geht's! Und da sind wir schon bei meinem ersten Thema und da geht es nämlich um die Gamescom, denn Microsoft, also Xbox, wird natürlich auch auf der Gamescom 2019 vertreten sein. Das Ganze startet am 20.08. für Fachbesucher und ab dem 21.08. bis zum 24.08. könnt ihr dann da draußen auch Microsoft oder halt Xbox auf dem Messestand in Halle 8 besuchen. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie das ist nämlich in dem Gloria Theater in Köln, das ist in der Nähe vom Neumarkt. Da könnt ihr nämlich kostenlos in das Theater gehen und euch die ganzen neuen Sachen von Microsoft, sprich Xbox, anschauen. Dort habt ihr nämlich die Möglichkeit, kostenlos reinzugehen und euch die ganzen Sachen von Microsoft anzuschauen. Also diese ganzen Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung als Link verpackt, denn da gibt es noch viel, viel mehr. Der Gear Shop wird wieder da sein, auf der Messe natürlich. Dann werden wir in Halle 8 über 200 Anspielstationen vorfinden. Aber wie gesagt, alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich werde natürlich auch auf der Gamescom 2019 sein, aber das werdet ihr dann noch später erfahren, wie, wo und was. Und da sind wir bei meinem nächsten Thema. Da geht es nämlich um Gears 5. Ja, Gears 5. Der Tech-Test läuft bereits seit dem 19.07. Das Ganze geht noch bis heute zum 21.07. Also wenn ihr da noch schnell rein wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Das Ganze funktioniert auf der Xbox und auf dem PC. Die, die keinen Ultimate Game Pass haben, also sprich den Xbox Game Pass für den PC oder für die Konsole oder halt ihr habt beide, dann könnt ihr das Ganze natürlich auf beiden System spielen. Habt ihr aber keinen Game Pass, dann müsst ihr leider auf einen Code zurückgreifen. Also ihr müsst quasi dann einen Code haben, um dort an dem Tech-Test teilnehmen zu können. Das Ganze funktioniert auch noch nächstes Wochenende vom 26.07. bis zum 28.07. wird ebenfalls ein weiterer Tech-Test stattfinden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und da kommen wir zum nächsten Thema und da geht es um den Xbox Game Pass und da ist zum Beispiel für den PC Nightcall reingekommen am 17.07. Des Weiteren haben wir jetzt Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain ist am 18.07. reingekommen. Dann haben wir The Banner Saga 3 am 18.07. bekommen und demnächst am 25.07. kommt Resident Evil 4 rein. Killer Instinct kommt ebenfalls am 25.07. und For the King ebenfalls am 25.07. Da müsst ihr aber darauf achten, Killer Instinct gibt es zum Beispiel für Konsole und für PC, dann Resident Evil 4 gibt es nur für die Konsole, The Banner Saga gibt es für Konsole und für PC und nur für den PC kommt For the King und Nightcall und nur für die Konsole gibt es dann Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. So viel zu den Xbox Game Pass News. Und da kommen wir zu den nächsten News, denn seit dem 19.07. ist nun eine weitere Map auf die Konsolen gekommen, für die PlayStation und für die Xbox natürlich. Und da ist jetzt Valguero, eine der Mod-Maps vom PC, hat es jetzt auch auf die Konsolen geschafft und die könnt ihr ab sofort kostenlos für euer Ark-Spiel runterladen. Einfach nur das Update machen, das Update ist auf der Xbox ca. 20 GB groß, einfach herunterladen und dann habt ihr schon viel Spaß damit. Und da kommen wir zu den PUBG News. Ihr wisst es, wenn ich welche habe, gibt es keine Xbox News ohne PUBG News. Und da geht es direkt Schlag auf Schlag, denn am 23.07. nächste Woche Dienstag kommen die PDS-Server mit allen neuen Änderungen. Da kommt die Deagle rein, ein neues Fahrzeug kommt rein und natürlich noch viel, viel mehr. Das kommt am 23.07. für zwei Wochen, ja, ihr hört richtig, für zwei Wochen auf die PDS-Server. Dann werden wir am 30.07. das neue Update auf der Xbox haben. Warum das so entschieden wurde, das kann ich euch nicht sagen, steht aber alles unten in der Videobeschreibung zum Nachlesen. Einfach mal reinschauen, da könnt ihr das dann abchecken. Und ich habe noch eine weitere PUBG News für die Konsolen, denn wir haben ja mittlerweile alle so viele Battle Points, die wir gar nicht mehr einsetzen können, weil es einfach auch nichts gibt, was man kaufen könnte, außer halt Boxen, die sowieso nichts bringen. Aber da hat jetzt PUBG gesagt, hey Leute, wir sehen das, dass ihr genügend Battle Points habt und diese nicht einsetzen könnt. Deswegen wird man uns jetzt dann Sneakers bringen, die wir dann extra dafür kaufen können und natürlich auch verschiedene Klamotten. Ich finde das persönlich schon mal sehr gut, denn ich bin auch schon bei über 100.000 Battle Points, die ich quasi gar nicht einsetzen möchte, in Boxen, wo ich sowieso nichts drin habe und dann immer zum 15. Mal dasselbe Hemd bekomme. Da habe ich keinen Bock drauf, deswegen finde ich das super, dass man sich jetzt entschieden hat, uns endlich mal anständige Klamotten, Hosen, Jacken, T-Shirts und so weiter
noch anderen Kram und vor allem auch Schuhe zu bringen, die wir sowieso nicht tragen. Aber egal, auf jeden Fall werden wir jetzt was für unsere Battle Points bekommen und das soll sich dann in den nächsten Updates ändern. So Freunde, das war meine Xbox News der letzten Woche. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ihr kennt das alles. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn ihr jetzt zu Bett geht, eine angenehme Nacht. Euer Hans ist raus. Cheers.